Hier mit Jens-Uwe Wolf in Görlitz, im Hintergrund eine Kirche. Jens-Uwe Wolf kennt Görlitz wie seine Westentasche. Herr Wolf, sagen Sie doch mal etwas hier zu diesem Platz und was das Besondere ist, zum Beispiel auch an dieser Kirche, die wir jetzt sehen hier. Ich schwenke mal kurz hoch. Tja, hinter meinem Rücken sehen wir den ehemaligen Salzmarkt, den heutigen Obermarkt. Da wissen wir auch schon, wodurch Görlitz im Mittelalter reich wurde. Sie sehen den schlanken Kirchturm der ehemaligen Franziskanerkirche, die im 18. Jahrhundert der Heiligen Dreifaltigkeit geweiht wurde. Diese Kirche ist vom Intenieur eine der schönsten Kirchen von Görlitz, mit der Kirche, der Hauptkirche Peter und Paul, die eine wunderbare Orgel besitzt. Diese Kirche zu besichtigen, lohnt sich auf jeden Fall. Und daneben, meine Damen und Herren, haben Sie ein Gebäude, was heute ein Hotel und Restaurant ist, nämlich der Schwibbogen. Und in dem finden wir Malereien aus der Malerstube von Lukas Kaller aus dem Jahre 1533 vor. Da sind wir ja schon wieder beim Thema, Görlitz als großes Museum zu bezeichnen. Was sind denn noch so die Dinge, die man unbedingt hier sehen musste? Ja, das Verrückte ist in dieser Stadt, wir haben alles von der Romanik bis zum neuen Bauen. Wenn man durch diese Altstadt von Görlitz läuft, läuft man durch ein lebendiges Museum. Aber es ist nicht nur die wunderbar sanierte Altstadt, sondern auch eine wunderbar sanierte Neustadt. Und da verstehe ich alles, was aus der Gründerzeit, aus der Zeit des Historismus entstanden ist. Wir verfügen über ein Kaufhaus, eine Synagoge, wunderbare Straßenzüge aus der Zeit des Historismus, die alle saniert sind. Eine Kirche, der letzte evangelische Kirchenbau Schlesiens und Preußens befindet sich hier in der Stadt Görlitz 1936, gebaut von Otto Bartling. Damit will ich Ihnen nur sagen, ja, ja, wir haben hier alles. Das ist auch der Grund, warum Görlitz immer öfter jetzt auch als Kulisse für internationale Kinoproduktionen genutzt wird. Ich glaube, Grand Budapest Hotel wurde hier gedreht. Jetzt sagen Sie doch mal etwas zum Thema Lifestyle noch. Also was kann man hier abends zum Beispiel unternehmen? Also in Görlitz abends, also dazu muss ich sagen, wir haben eine Menge Feste. Es gibt ein Straßentheater in Görlitz, das Viatea, das haben wir schon seit über 20 Jahren. Es gibt das Altstadtfest, es gibt einen schlesischen Christkindlmarkt, der immer mehr an Bedeutung erlangt und immer mehr zu einer der schönsten Märkte Deutschlands mutiert. Wir haben hier Jazzfestival im April, wir haben tolle Kneipen mit mittelalterlichen Flair, wir haben Cafés, wir haben Restaurants, eigentlich ist alles in dieser Stadt da. Und vor allen Dingen, was spannend ist, es gibt hier immer einen Bogen in Verbindung mit der böhmischen und der schlesischen Küche. Ah ja. Und der Küche der Oberlausitz, die ja eigentlich alle drei hier in dieser Region dazugehören. Fantastisch. Ich gucke noch mal ein bisschen rum hier. Man kann sich schon ein Bild machen.